Viel Dampf, eine Menge Züge und noch viel mehr Menschen hatten sich am 25. und 26. Mai zum Bahnhofsfest beim rasenden Roland in Putbus eingefunden. Das letzte Bahnhofsfest liegt schon 5 Jahre zurück und jetzt, wo die neue Betriebswerkstatt eröffnet ist, war es mal wieder an der Zeit, eins zu veranstalten. Schon als ich am Freitag früh um 7 in Putbus ankam, war nicht zu übersehen, dass hier Dinge vor sich gehen. Es hingen nicht nur Nebelschwaden aus Dampf vor der neuen Betriebswerkstatt, am Bahnsteig war auch schon eine 118 angekommen. Bis Samstag hatten sich dann noch viel mehr Lokomotiven am Bahnhof versammelt. Der Pendelverkehr zwischen Lauterbach-Mole, Putbus und Bergen wurde heute auf sehr verschiedene Arten durchgeführt. Hier auf der einen Seite des Zuges mit der 86 1333 und auf der anderen Seite mit einer Ludmilla. Oder mit diesen beiden Ferkeltaxen. Also genau genommen historischer Nahverkehr. Aber auch die 118 habe ich irgendwo fahren sehen. Es war so viel los, da konnte ich nicht überall gleichzeitig sein. Zumal ja auch noch der rasende Roland fuhr. Neben dem Planzug nach Görn verkehren noch 2 Sonderzüge zwischen Putbus und Binz. Hier kommt gerade der Zug mit der 53 mh. Es ist 12.29 Uhr. Gleich soll noch eine andere Lok bzw. ein anderer Zug kommen. Dafür habe ich mir einen Platz auf der Aussichtsplattform des neuen Wasserturms gesucht. Der fasst übrigens 40.000 Liter Wasser. Hört ihr sie schon? Da kommt die 01509 mit Doppeltender. Während ich nach der Ankunft ein bisschen planlos umherspaziere, bin ich doch zufällig gerade am richtigen Ort. Die 01 kommt direkt zu mir gefahren. Die Größe der Lok ist schon beeindruckend, wenn man auf gleicher Höhe daneben steht. Plötzlich fühle ich mich ganz klein. Da schaue ich doch lieber mal nach den fröhlichen Fahrgästen bei den Führerstandsmitfahrten, die in den Schmalspurloks angeboten werden. Einmal von der neuen Fahrzeughalle zum alten Betriebswerk und wieder zurück. Zurück ist ein gutes Stichwort. Ich muss zurück nach Leipzig. Genieße aber vorher noch einmal eine Fahrt mit dem rasenden Roland nach Binz. Es ist der Planzug, den ich nehme. Der kreuzt aber außerplanmäßig den zweiachsigen Traditionszug. Ein sehr gelungener Abschluss meines Ausflugs auf die Insel Rügen. Also dann, genießt eure Zeit, am besten mit und nicht ohne Eisenbahn.